Vorlesung Nummer 3, schön, dass Sie schon durchgehalten haben bis jetzt. Es wird auch nicht mehr schwerer werden. Stimmt natürlich nicht, ne? Bleibt so. Die Sachen sind alle neu für Sie oder zum Teil neu. Heute geht es um Datasets. Und da geht es im Prinzip darum, ja, die Kurzversion, die TLDR-Version dieser Vorlesung lautet, Daten werden typischerweise durch große Tabellen repräsentiert. Im Computer heißen diese Tabellen Arrays. Und die Mathematikerinnen nennen die Dinger Matrizen. Ja, und damit kann man so ein bisschen rumrechnen, sowohl auf dem Blatt Papier als Mathematiker, als auch als Informatiker mit Arrays im Computer. Und das sind im Prinzip dann Berechnungen, die man dann auf den Daten ausführt. Das ist die Kurzversion von heute. Ja, und die Details, die gucken wir uns jetzt an. Ja? Kommen wir jetzt zu Fischers Iris-Daten. Ja? Das ist jetzt, mir geht es jetzt gar nicht um diese Blumen. Es ist einfach nur ein Beispiel, ja, von Daten und wie sie dann im Computer aussehen und was man da so mitmachen kann. Aber wir bleiben heute eher auf der Datenseite. Ja? Und werden noch nicht so richtig Machine Learning machen. Das sind also die Daten. Das hier ist jetzt aus einem alten Paper von 1936 rauskopiert von Ronald Fisher, wo er diese Daten halt als Tabelle abgespeichert hat. Ja, die hat er halt abgedruckt und da gab es gar keine Computer zu der Zeit, aber irgendwann gab es halt Computer, dann hat jemand gesagt, ach, die Daten, die sind so schön, das ist so eine schön, das ist schön was für die Vorlesung oder sowas, die tippe ich einfach mal ab und die kann man jetzt einfach reinladen in den Computer, die sind also da. Ja. Lesen Sie mal das ganze Paper, das ist dann schon ein bisschen befremdlich, da geht es so um Kraniometrie und um Köpfe abmessen und solche Sachen, das war damals in den 30er Jahren also nicht nur in Deutschland populär, sondern auch in anderen Ländern und die Statistiker wollen natürlich den Wissenschaftlern helfen und haben halt irgendwelche Methoden entwickelt, um da die Forschung auch voranzutreiben. Ja, das ist ein bisschen fragwürdig alles. Aber das Beispiel, was er dann hatte, das unschuldige Beispiel, sind dann diese Iris-Daten. Das heißt, auch hinter diesen unschuldigen Iris-Daten wirkt sich dann so eine etwas unappetitliche Story noch. Schauen Sie auch mal in der Biografie von dem Fischer nach oder auf der Wikipedia-Seite. Der hatte auch bei manchen Sachen etwas seltsame Ansichten. Gut, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Hier geht es jetzt um diese Daten und das ist im Prinzip eine große Tabelle. Und die Tabelle ist jetzt hier so ein bisschen komisch aufgeschrieben. Da hat praktisch für jede Pflanze, ich gehe also draußen in den Garten, habe da meine Iris, drei Iris-Sorten stehen und messe jetzt hier die Blütenblätter ab, welche Größe die haben. Mit dem Zentimetermaß. Und da messe ich immer genau vier Zahlen. Das heißt, diese vier Zahlen hier sind sozusagen, gehören zu einer Blume. Ja, diese vier Zahlen hier, die gehören zu einer Blume von der Sorte Versicolor. Und hier vier Zahlen, jede Zeile gehört zu einer von der Virginica-Sorte. So, und was wurde da gemessen? Da wurde die Sepal und die Petal wurde ausgemessen. Und das eine ist, das ist das große, bunte Blütenblatt und das andere ist so ein sekundäres Blütenblatt, was da auch noch sitzt und was manchmal auch grün ist oder so. Das sind also zwei verschiedene Blütenblätter, die man da also direkt sieht. Und die kann man jetzt einfach abmessen mit einem Zollstock. Und natürlich hat man ganz viele verschiedene Blüten, die sind nicht immer exakt gleich. Deswegen kommt da für diese erste Länge mal 5,1 raus, mal 4,9, auch mal eine ganz kleine 4,6. Da ist also eine gewisse Streuung drauf. Für die Breite genauso. Ja, das hängt bestimmt auch noch miteinander zusammen. Wenn ich jetzt hier, ja, es gibt auch eine sehr lange 4,9, die trotzdem sehr schmal ist, 3,0 und so. Da kann man jetzt irgendwie drüber philosophieren, was die genau sagen. Diese Petals, das sind diese sekundären Blütenblätter, die sind insgesamt ein bisschen kleiner. Zumindest bei der Sorte. Bei der Versicolor-Sorte sind diese sekundären auch relativ groß. Ja? Und bei der Virginica sind sie vergleichbar groß. Und da sehen Sie schon jetzt aus diesem, über diese Zahlen so reden, es geht darum am Ende, dass ich nur diese vier Zahlen bekomme und dann entscheiden soll, welche Seite, welche von diesen drei Sorten ist es denn. Ja? Und da sehen Sie schon so, wie man da so als Mensch rangeht, wo man da direkt sagt, ja, wenn die total klein sind, diese Petal-Blätter sozusagen, dann ist es wahrscheinlich diese Setosa-Sorte. Und wenn die ungefähr gleich groß sind, dann ist es die Virginica-Sorte. Ja, und dieses Vorgehen möchte man sozusagen mechanisieren bzw. automatisieren. Ja? Dann nennt sich das Ganze Machine Learning oder 1930 nennt sich das Ganze halt Statistik. Ja, man macht halt irgendwie, das nennt sich dann Linear Discriminant Analysis. Ja, das Wort wird heute nochmal vorkommen. Gut, also hier nochmal die Tabelle. Das ist also eine Blume, nochmal zur Wiederholung. Und jetzt kommen so ein paar Begriffe. Eine Zeile hier enthält jetzt hier drei Datenpunkte, nämlich den, den und den. Ja? Und der erste, wenn ich den jetzt ablese, dann würde ich das jetzt so aufschreiben auf meinen Zettel, der diese Features, ja, die sogenannten Merkmale, ja, diese Merkmale, die ich gemessen habe, und ein Class-Label. Da habe ich jetzt 0 geschrieben, ja? Weil ich sage, die alle, die in dieser Iris setosa, das ist die Klasse 0,
Versicolor ist die Klasse 1 und Virginica ist die Klasse 2. Das muss ich jetzt also irgendwie kodieren. Und warum mache ich das mit diesen Zahlen? Ja, weil ich faul bin, tippfaul. Ich möchte es möglichst kurz haben. Ja? Und welche Sorte das jetzt genau ist, ist auch am Ende dann nicht wirklich relevant. Das ist interessiert wieder den Botaniker. Ne? Gut. Wir lernen also jetzt diese Begriffe. Es gibt einen einzelnen Datenpunkt, der korrespondiert also zu einer einzelnen Blüte in diesem Fall. Und dann gibt es die sogenannten Features, das sind die sogenannten Merkmale, das sind also die Sachen, die ich gemessen habe. Das müssen jetzt nicht Zahlen sein, das könnte auch die Farbe sein oder sowas, ja, oder die Wellenlänge, wenn Sie die Wellenlänge durch eine Zahl ausdrücken wollen oder sowas. Das kann irgendwas sein, was Sie messen. Ja? Da nochmal aufgeschrieben. Das sind also drei verschiedene Klassen, in diesem Fall Y1 gleich 0. Und es gibt noch andere, die bekommen entsprechend diese anderen Namen. Und die Klassen, die heißen manchmal auch Class Label oder einfach nur Label. Ja, das können Sie sich wirklich so vorstellen. So ein Label ist ja so ein kleiner Zettel mit so ein kleines Schildchen mit einem Bändchen dran. Und als wenn Sie jetzt sozusagen der Botaniker geht durch den Garten und labelt die ganzen Blüten, abhängig davon sozusagen, welche Sorte es ist. Da hat man als Botaniker dann ja das entsprechende Fachwissen. Ja, und anschließend habe ich dann diese Tabelle und die kann ich dem Statistiker geben und sagen, ja, find doch mal raus, ob man das irgendwie auch automatisch vorhersagen kann oder sowas. Ja, das sind also ganz einfache Daten. Und da gibt es jetzt in jeder von diesen Spalten für die verschiedenen Klassen gibt es jeweils 50 Messungen. Okay? Gut, so weit, so einfach. Was haben Sie jetzt hier gelernt? Eigentlich ging es jetzt hier hauptsächlich um Begriffe wie Feature oder Merkmal und Class Label, ja, anhand dieser Blumen. Fragen wir uns jetzt mal, wie lädt man die jetzt in Python mal rein, wenn man damit rumspielen will? Da kopiert man sich diesen Codeblock einfach herein, drückt Return und dann sind die Sachen da. Ja? Den gucken wir uns mal einmal ein bisschen genauer an. Ich müsste das hier irgendwo auch schon haben. Da haben wir es. So, das ist jetzt hier der gleiche. Es ist so eine gute Größe. So wird es auch noch gehen, glaube ich. Ne? Okay. Erstmal fangen wir an. Vom sk.learn.datasets import load iris. So, das verstehen wir jetzt, was das heißt. Das heißt also, es gibt irgendwo so eine Library sklearn. Und eine Unterlibrary datasets. Und da drin gibt es die Funktion load iris. Und die wird also so reingeladen, dass ich die jetzt benutzen kann, ohne da noch einen Library-Namen vorzuschreiben. Okay? Und jetzt rufe ich diese Funktion auf. Das ist also eine Funktion. Und der Wert, der da rauskommt aus dieser Funktion, ja, das ist also, enthält also die ganzen Daten. Und das weise ich der Variable Iris jetzt zu. Und da steht hinter auch, was es ist. Da wird ein Dictionary reingeladen, ein Wörterbuch. Okay, was ist das? Das ist nochmal eine Datenstruktur, die wir noch nicht gesehen haben. Ein Wörterbuch ist wirklich einfach eine Liste von Wörtern mit Werten dahinter. Also wie ein Wörterbuch. Also ein normales Wörterbuch. Da können Sie nachgucken, was das Wort, was weiß ich, Kernel bedeutet oder sowas und da steht dann hinter Kern, ja, aber man kann auch ein Wörterbuch machen mit anderen Sachen. Ich könnte also zum Beispiel als Schlüssel nehmen Versicolor und dahinter würde ich abspeichern in dem Wörterbuch 50, weil ich davon 50 Beispiele habe. Und ein Dictionary ist dann so eine Anweisung, eine Ansammlung von solchen Schlüsselwertpaaren, ja, Key-Value-Pairs. So, und die Datenstruktur, die man da so zurückliefert, ist dann also eine Datenstruktur, die so Schlüsselwertpaare hat. Ja, und in dem einen Schlüssel steckt halt die Tabelle drin, in einem anderen Schlüssel stecken die ganzen Class-Labels drin, in einem noch anderen Schlüssel stecken die Namen der Merkmale drin und in einem weiteren Schlüssel stehen die Namen der Klassen drin. Und wie greift man da jetzt drauf zu? Sie müssen das nicht im Detail verstehen, aber ich greife darauf zu, in diesem Fall, indem ich komischerweise iris.data mache. Damit schlage ich in dem Dictionary unter dem Schlüssel Data nach und bekomme dann wirklich meine große Tabelle. Das X ist jetzt wirklich meine Tabelle, mit der ich rumhantieren kann. Dann bekomme ich noch das Y. Ja, das ist jetzt so ein Vektor, werde ich gleich noch erklären, was das ist. Da stecken die Class Labels drin, also Nullen, Einsen und Zweien. Dann gibt es noch einen so einen Eintrag, wo ich die Namen sozusagen der Merkmale drin stehen habe. Ja, wenn ich das jetzt hier einfach mal mache und ich drucke mir das, also ich führe das jetzt hier mal aus, so, zack, ausgeführt, der rechnet jetzt. Und wenn ich mir die Namen also ausdrücke, dann bekomme ich also zwei Listen zurückgeliefert. Die eine Liste, die erste Liste, die X-Names, da sind also solche Strings drin, ja, so Zeichenketten, die mir genau beschreiben, was also die einzelnen Einträge in der Tabelle bedeuten sollen. Und wenn ich mir die Y-Namen ausdrucke, dann bekomme ich Setosa, Versicolor und Virginica, die Class-Names. Ja, das ist also da alles drin. Genauso kann ich mir diese Features angucken, indem ich mir diese Matrix X aus
gebe einfach, kann ich auch mit Print machen, weiß gar nicht, wie das dann anders aussieht. Aber dann wird das Array davor weggelassen. Da bekomme ich jetzt also so eine Tabelle. Und die sieht jetzt hier ein bisschen kürzer aus, aber ich kann jetzt hier komplett runterscrollen und ich kann Ihnen garantieren, diese Tabelle hat jetzt hier die Länge 150, ja, weil es drei Klassen sind mit jeweils 50 Beispielen. Okay, gut. Damit habe ich jetzt also die Zahlen hier vorliegen. Ja, und im Wesentlichen kann man das Ganze auch noch überprüfen. Ja, hier ist nochmal eine Kopie von der Tabelle. Schauen wir mal nach, ob es wirklich die richtigen Zahlen sind. Aber dann sind hier 5,1, 3,5, 1,4, 0,2. Sind also genau die Zahlen, wie sie hier auch stehen. Dann nehmen wir mal die hier unten, 4,8 und 3. Das ist diese Zeile hier unten. Ja. Und dann denken Sie jetzt, ja, das ist jetzt aber pedantisch, das alles immer von Hand nochmal zu überprüfen. Ja, das sollte man meistens machen, weil man diesen Ladecode oder sowas, den wird man jetzt ja ganz oft benutzen mit unterschiedlichen Methoden. Am besten guckt man auch mal zu Fuß nach, ob der wirklich das gemacht hat, was man machen wollte. Ja, das heißt, wenn das jetzt Digits wären, so handwritten Digits, so handgeschriebene Ziffern oder sowas, ist wahrscheinlich schlau, wenn man da mal versucht, sich diese Merkmale, die da reingekommen sind, ob man die auch nochmal wieder so ummodeln kann, dass man so ein Bild von so einer Ziffer auch wirklich sieht. Ja. Das ist also durchaus ein wichtiger Schritt, den man machen sollte. So, dann hat das Ganze noch ein Shape, ja, diese Tabelle X, das ist also wie so eine Art Eigenschaft von dieser Tabelle X und die hat die Eigenschaft 150,4. Und das heißt so viel wie, das Ding hat 150 Zeilen und 4 Spalten. Ja. Werden wir gleich noch mal in einem anderen Zusammenhang noch mal sehen. Ja. Das ist also nicht schwer. Die Y können wir uns auch angucken. Ja. Ist jetzt hier schon passiert. Das ist auch so ein Array, aber eins nicht mit Doppelklammern. Ja, wenn man sich das jetzt hier nochmal zurückschaut, was das hier war. Ups, wo haben wir es? Ups. Da. Da sehen wir ja, das ist irgendwie sowas mit Doppelklammern. Das ist also eine Liste von Listen. Ja? Und im Prinzip kann man das so auffassen wie eine Liste von Zeilen der großen Tabelle. Ja? Also eine große Tabelle kann man auch auffassen wie eine lange Liste der einzelnen Zeilen. Und wenn man sich das jetzt bei dem nächsten Ding anguckt, bei dem Y, dann sehen wir, das ist jetzt nur noch eine Liste. Ja, und ungefähr abgezählt, das sind auch genau 150 Einträge. Und zwar die ersten haben alle die 0, das ist also die erste Spalte aus der Tabelle, dann die nächsten haben 1, die zweite Spalte und dann haben die alle eine 2. Jetzt kann man sich immer fragen, warum fangen die jetzt immer bei 0 an zu zählen und so. Das liegt an der Programmiersprache Python, das ist einfach Konvention. Ja? Das erste Element ist immer das nullte Element, werden wir gleich noch sehen, wenn man in so Dinger reinguckt. Ja? Aber das ist reine Konvention, das müsste nicht so sein.